damals, wo ich dann, nachdem ich vom Meer rausgekommen bin, zwischen die nackten Frauen, bin ich aufgetaucht. Die haben sie auch ins Meer rausgeschickt, ne, damit die Haie die essen, in der Nacht zum 6. auf den 7. Bin ich ja zwischen die Mädels aufgetaucht, hoch. Und ich hab dann gesagt, hey, was macht ihr hier? Geht doch mal den Typ schlagen, der ist doch nur alleine. Dann sagen die, ja, wir haben Angst und so, wir sind Bürofrauen, wir kennen sowas nicht und so. Da haben sie mit so einem langen Seil so eine Runde gemacht, wie so ein Ring. Und die waren alle drin und haben sie dann so ins Meer reingeschipst mit so einer langen Stange. Da habe ich gesagt, warte mal, ich zeige euch mal, wie man das macht. Und dann sage ich, hallo, ich bin Transi, kann ich mal da hinkommen und so, du Schnuckli und so, ich mag dich schon und so. Was weiß ich, es waren so zwei, drei Typen. Einer ist was und so, da sagt er, ja, okay. Und dann sage ich, ja, ich will mit euch mitmachen. Und so, mach ich so rum. Und dann sage ich, ja, komm her. Dann gehe ich da hin. Oder vielleicht so ein paar Schläge gegeben, so eine Waffe aus der Hand gefallen, der ist abgehauen. Und dann habe ich gesagt, komm, Mädels und so, und dann sind die vom Meer raus. Und dann haben sie den noch überrumpelt und so. Ja, und danach habe ich denen dann gesagt, versteckt euch auf den Bäumen und da und dies und jenes, bis Verstärkung kommt und so. Ne? Was ich damit sagen wollte, die wollten euch alle umbringen, ne? Das ist ja kein Spaß. Ich verstehe nicht, wie kann man solche Leute noch verteidigen über die Staatsanwaltsrichterschaft, Polizei und Regierung. Ne? Ich sag mal, entweder hat man euch brutal angelogen, ja, oder ich kann es mir ehrlich nicht vorstellen. So. Da haben wir einige Schadenersatz bekommen und nachdem sie Schadenersatz bekommen haben, mussten die aber dann unterschreiben, dass sie genau mit den Schadenersatzgeber-Polizisten arbeiten müssen. Und die dürfen auch mit niemandem sonst anderen arbeiten. Die haben auch dafür unterschrieben. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber das war doch zeitlich begrenzt. Oder 10 Jahre oder 20 Jahre. Wenn die Ermittlungen richtig sind, dann schließt man sich an. Aber wenn die Ermittlungen falsch sind, dann schließt man sich nicht an. Da kann man seine Angaben noch ändern. Weil ja die Behörde, die die Ermittlungen geführt hat, gelogen hat. So. Was willst du Maya Schardala für eine Behörde als Wahrheitsträger vorweisen? Ne? Kannst du ja niemand. Das sind ja alles Verarscher, weil die ja wussten, dass das ein falscher Zeuge ist. Ne? Deswegen, der Regierungsbeschluss diente dafür, dass das eine Betrug ist, Verarschung ist. Ne? Merkt euch das. Im Beschluss sind betrügerische Machenschaften. Und auf die Punkte müsst ihr arbeiten. Und die Machenschaft ist, Herr Dagli Yaşar war nicht in Spanien. Verstanden? Ihr habt alle den übersetzten Belohnungsbeschluss wahrscheinlich unter dem Aufwand, das zeigen wir dann vor und sagen, geben uns dann, wir sind auch entführt. Guck, der Zeuge hat uns identifiziert. So macht ihr wahrscheinlich Angaben. Aber wer dieses übersetzte Regierungsbelohnungsbeschluss hat, das ist ein Beweis, wo direkt strafrechtlich verfolgt werden muss. Wenn es die Behörde nicht macht, dann ist es wohl klar, dass sie selber mit den Entführern zusammen ist und ihre Mittäter schützt. Ne? Das wollte ich nochmal zuletzt sagen. Schöne Weihnachten, ein Geschenk an die Welt, sag ich mal so, meine Informationen und Hinweise. Und tja, da habe ich nichts zu sagen.